Karl-Heinz Fischer, früherer Testfahrer der Schlüterwerke Freising, fährt auch in diesem Jahr wieder den 5000er Profitrack. Zusammen hier im Einsatz mit dem Querneland Aufsattelflug 12 Schaf. Besitzer dieses 500 PS starken Prototyps ist allerdings Franz Josef Stetter aus Rheinau-Buch. Extra für diesen Tag wurde mit einem Tiefbett-Tieflader das 4 Meter breite Vehikel aus Baden-Württemberg nach Risum gebracht.